Leute, ich bin Flascher, willkommen zu Let's Play League of Legends. Wir gucken uns die Teams an. Im Gegnerteam haben wir Gangplank, Kayle, Singed, Ashe und Swain. Gangplank wird junglen. Und bei uns haben wir Gragas, Nocturne, Ryze, Maokai und Ashe. Und bei uns wird Nocturne junglen. Ich selbst spiele, wie ihr seht, Ryze. Bevor ich jetzt aber denkt, oh nee, nicht schon wieder ein Caster. Behold, Leute, denn Ryze spielt sich wirklich im Gegensatz zu anderen Castern wirklich komplett anders. Ihr werdet jetzt nicht diesen Standardbild sehen. Ja, Zaubererschuhe, Stab der Zeitalter, dann Rabadons Todeshaube und dann Lernstab, sondern Ryze wird anders gespielt. Ihr werdet es sehen. Er unterscheidet sich wirklich extrem von anderen Castern und darum wollte ich ihn hier jetzt auch möglichst früh zeigen, weil er sich halt wirklich unterscheidet und er wirklich komplett anders gespielt wird. So, ich werde als Ryze in die Mitte gehen. Habe ich eigentlich gerade keinen Sound? Doch, habe ich. Hä? Ach so, ich hatte meine Kopfhörer nicht drin, darum hatte ich keinen Sound. Okay, alles klar, doch, ich habe Sound. Sehr gut. Als ersten Skill nehme ich meistens immer das Rune Prison, weil halt es doch ab und zu mal vorkommt, dass eventuell Level 1 Kämpfe losgehen. Und wenn man hier den Golem bewacht, dass dann doch mal die Gegner ab und zu mal rüberkommen, um hier zu kämpfen und dann schon auf Level 1 hier im Wald ein Kampf losgeht. Darum ist hier der Root von Ryze, der Rune Prison, eigentlich ziemlich gut als erster Skill. Und er macht auch auf Level 1 mehr Schaden als das Overload. Viele skillen als erstes Overload, aber das macht halt auf Level 1 weniger Schaden als das Rune Prison. Darum ist das eigentlich ein sehr guter Skill. Auch wenn er 10 Mana mehr kostet. Trotzdem sehr effektiv. Trotzdem warte ich ab und zu mal, wie ihr jetzt seht, warte ich, bis ich mit meiner Skillung, je nachdem, ob halt wirklich ein Kampf losgeht oder nicht, oder je nachdem, wen ich in der Mitte kriege, entscheide ich mich dann immer, ob ich dann vielleicht doch als erstes Overload nehme, aber meistens wird es hier Rune Prison sein. Ja, ich gehe in die Mitte, die Solo-Top-Lane wird Gragas übernehmen, Nocturne Jungle. Und Ashe geht zusammen mit Maokai auf die Bottom Lane. Ich gucke mir mal das Team an. Ja, ich werde wahrscheinlich in der Mitte auf Swain treffen. Die Solo Top Lane wird Singed übernehmen. Gangplank in Dschungel und Kayle und Ashe gehen dann auf die Bottom Lane. Im Pullen musste ich jetzt hier übrigens nicht dem Nocturne, weil er bei den Wölfen anfängt, wie ihr seht, und nicht beim Golem. Gut, bei manchen ist es auch so, die kriegen so schnell die Wölfe kaputt, weil die Wölfe, die spawnen schon bei 1,40. In der Golem ja erst bei 1,55. Es gibt ein paar Jungler, die kriegen so schnell die Wölfe kaputt, dass die dann die Wölfe kaputt haben und bei 1,55 dann auch noch am Golem stehen und gepult werden können. Also bei manchen geht das, zum Beispiel Udyr kann das. Aber halt Nocturne nimmt hier einen komplett anderen Weg. Wie ihr seht, er ist auch nicht zum Golem gegangen, sondern dann zu den Wraiths und dann zu geht er jetzt gerade hier zu den Doppelgolems. Ja, wie ich gesagt habe, ich kriege in der Mitte Swain. Normalerweise kämpfe ich eigentlich ziemlich ungerne gegen Swain, weil der relativ gut harassen kann und auch ganz schön viel Schaden macht. Aber ihr werdet sehen, er kriegt auch ganz schön viel Schaden und ihr seht, er hat mir jetzt zwei Skills reingehauen, ich ihm, und wir sind ungefähr gleich weit mit den Lebenspunkten. Allerdings habe ich zwei Heiltränke mit und er nur einen. Das heißt, wenn das so weitergeht, habe ich einen Vorteil. Ja, was ist jetzt eigentlich der Unterschied von Ryze zu anderen Castern? Da habe ich mich ganz schön treffen lassen. Das war jetzt ein bisschen mies. Aber egal, ich habe jetzt zwei Heiltränke. Der Unterschied ist, normalerweise werden ja Zauber durch mehr Fähigkeitsstärke stärker. Darum baut man ja auch eigentlich mit allen Castern, baut man ja immer möglichst viel Fähigkeitsstärke. Also auf jeden Fall ist immer die Rabadons Todeshaube dabei. Und der Stab der Zeitalter auch oft, oder anfangs mehrere Dorans Ringe. Und bei Ryze ist das natürlich auch so, seine Skills werden auch durch mehr Fähigkeitsstärke stärker, allerdings auch durch mehr Mana, das ist das Besondere. Also auch je mehr Mana Ryze hat, desto mehr Schaden macht er. Und das ist sogar ziemlich gut, also es wird extrem viel Mana in Schaden umgewandelt. Das heißt, wir müssen hier mit Ryze, müssen wir gar nicht auf Fähigkeitsstärke bauen, sondern es ist viel effektiver, Ryze einfach auf ultra viel Mana zu bauen. Und darum werden wir uns jetzt hier auch anfangs wirklich fast nur Mana-Items kaufen. Erstmal gehen dann unsere Skills nicht so schnell alle.
Und zweitens, ja, machen wir auch mehr Schaden durch Mana. Und was auch richtig geil ist, viele Mana-Items und vor allem viele Items, die richtig viel Mana geben, sind auch gleichzeitig Tank-Items. Das heißt, wir können hier den Ryze richtig, richtig tanky bauen mit ganz vielen Resistenzen und Lebenspunkten und werden trotzdem ohne Ende Schaden machen, weil diese Items alle Mana geben. Und das ist halt richtig das Geile an Ryze. Ryze ist einer dadurch einer der tankigsten Caster, die es gibt. Natürlich kommt er nicht an den Tank ran, klar. Aber er ist nicht so squishy wie die anderen Caster alle, sondern er hält richtig viel aus. Er ist einer der tankigsten Caster, die es überhaupt gibt, weil er halt eigentlich nur Mana-Items braucht und richtig viele Tank-Items halt Mana geben. Hier als Beispiel allein, hier das Frozen Heart gibt 500 Mana, außerdem noch 99 Rüstung. Da seht ihr mal, welcher andere Caster kauft sich ein Item, was 99 Rüstung gibt. Und ja, dazu dann noch 500 Mana dazu. Außerdem auch hier andere Beispiele. Hier, das Banshee's Veil gibt Lebenspunkte und 50 Magieresistenz und aber auch noch 375 Mana. Also richtig geil. Wir können den richtig tanky bauen und trotzdem ohne Ende Schaden rauskloppen, indem wir einfach nur Mana kaufen. Das ist richtig cool. Jetzt versuche ich hier hinter dem Typen herzukommen und kill ihn auch damit. Ich habe gesehen, er ist fast kaputt und mit einer Combo kriege ich ihn auch kaputt. Auch wenn ich da selber noch ziemlich viel kassiert habe. Ich habe dann einfach Geist angeschmissen, weil ich wusste, er hat auch keinen Cleanse mehr. Cleanse hatte er nämlich schon vorher mal benutzt, als ich ihn gerune-prisoned habe. Und mit Cleanse kann man ja einfach einen Crowd-Control-Skill von sich wegmachen. Das hatte er bereits, das heißt, ich wusste, er hat es nicht mehr. Und wenn ich jetzt Ghost anschmeiße, dann hat er keinen Skill mehr, um wegzukommen. Und wenn ich jetzt eine Combo mache, kriege ich ihn kaputt. Und so habe ich jetzt hier einen Kill an Swain gemacht. Gangplank kommt jetzt hier eben in die Mitte, um die Lane zu übernehmen. Und ihr seht, ich habe mir jetzt hier auch als erstes eine Träne der Göttin gekauft. Weil es gibt halt auch, wie ihr seht, 350 Mana. Und der Passive ist geil. Jedes Mal, wenn ich eine Fähigkeit benutze, dann wird mein Mana höher. Also jedes Mal, wenn ich eine Fähigkeit benutze, kriege ich 4 mehr Mana dazu, bis zu maximal plus 1000 Mana. Das heißt, dieses Item Training der Göttin gibt, wenn das komplett ausgebaut ist, gibt das 1350 Mana, also richtig viel. Ihr könnt das dann hier unten immer sehen. Da unten steht Unique Current Bonus Mana. Da wird angezeigt, wie viel Bonus Mana ihr schon habt. Und bei 1000 ist das halt voll. Und darum könnt ihr auch, sobald ihr die Träne der Göttin habt, eure Skills richtig die ganze Zeit spammen. Einfach mit Overload die ganze Zeit last hitten. Denn ihr kriegt ja die ganze Zeit wieder Mana dazu. Außerdem gibt das Item selbst auch noch 7 Mana-Regenerationen. Natürlich, wenn ihr die Skills zu oft spammt, geht natürlich früher oder später euer Mana selbst mit diesem Item alle. Anfangs zumindest. Aber trotzdem müsst ihr irgendwie dieses Item aufbauen und könnt natürlich damit eure Skills spammen. Jetzt hatte der Nocturne, hatte hier den Swain gepinkt, darum wusste ich, der kommt hier gleich und hatte deswegen direkt ein bisschen offensiv gespielt, in Garoon Prison und alles reingehauen. Und dann kam auch noch der Nocturne und wir haben ihn zusammen gekillt. So ist jetzt der Swain bereits zweimal gestorben und ich kann meinen Level-Vorsprung hier auf jeden Fall weiter ausbauen. Und auch meinen Farm-Vorsprung, wo bin ich weiter? Er hat 32, ich habe 23. Nee, momentan ist er sogar mehr gefarmt als ich, also er hat mehr Creep-Score als ich. Aber das liegt halt daran, dass ich anfangs halt kaum Skills benutzt habe. Und jetzt, wo ich die Träne der Göttin habe, seht ihr fast jedes Mal, wenn Overload vom Cooldown runter ist, benutze ich es auch wieder. Das hat ja nur einen 2,89 Sekunden Cooldown. Und der wird auch noch niedriger auf unter 2,5 Sekunden ungefähr. Glaube ich zumindest. Und das heißt, diesen Skill könnt ihr auch richtig spammen. Das ist auch das Geile an Ryze. Denn die Cooldowns sind wirklich sehr, sehr kurz. Also hier, wie gesagt, nur 2,89 Sekunden auf seinem Q. Und alle 2,89 Sekunden in so einen starken Skill raushauen, ist halt richtig geil. Und der Rune Prison hat jetzt auch nicht so einen hohen Cooldown mit 11 Sekunden. Und das Ulti auch unter einer Minute, auch richtig geil. Da ist der Nocturne wieder. Wir versuchen hier wieder alles zu machen. Der macht allerdings seinen Cleanse an und seinen Ghost und kommt dann noch gerade so weg. Wir haben alles reingehauen, das hat leider nicht geholfen. Oder hat ihn nicht ganz erledigen können. Ihr seht, jetzt ist auch langsam mein Mana alle. Aber dafür habe ich schon plus 100 Mana auf meiner Träne. Der Nocturne kommt jetzt nochmal von hinten, aber das wird nichts bringen. Denn ich kann da jetzt gerade nichts machen, darum gehe ich jetzt auch mal zurück einkaufen. Und was anderes, was sehr, sehr cool ist an Ryze,
wir können nicht nur total tanky bauen und trotzdem viel Schaden machen, sondern wir können auch wirklich an die 40% Cooldown Reduction rankommen. Das ist nämlich richtig geil. Denn wir werden natürlich auf jeden Fall hier früher oder später dieses Frozen Heart bauen. Und das Frozen Heart gibt, wie ihr seht, 20% Ability Cooldowns. Das heißt, wir haben schon mal 20%. Zusätzlich gibt Overload, wenn das auf Stufe 5 ist, ihr seht da, Passive Rise Gains 8% Cooldown Reduction, wenn das aber auf Stufe 5 ist, 10%. Das heißt, wir haben allein durch diesen Skill hier nochmal 10%, also sind schon bei 30% Cooldown Reduction. Zusätzlich dann noch mit Meisterschaften kriegen wir nochmal, ich glaube so 9% kriegen wir, glaube ich. Allein nur durch Meisterschaften, wenn wir die Meisterschaften 9-0-21 bauen, kriegen wir nochmal 9%, sind also bei 39%. Und dann, wenn ihr in die Videobeschreibung guckt und euch meine Runen anseht, da werdet ihr sehen, ich habe noch eine einzige blaue Cooldown Reduction Rune und die gibt nochmal 0,96. Das heißt, wir kommen insgesamt auf 39,96 Cooldown Reduction und die Grenze ist ja 40, also über 40% Cooldown Reduction kann man ja nicht kommen, das ist ja die Grenze, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, wenn nicht, ist es jetzt, also selbst wenn ihr euch nur ganz viele Cooldown Reduction Items kauft, ihr könnt nicht über 40% kommen, das ist die Grenze und halt mit diesen Items, den Meisterschaften und dieser einen Rune, die ich extra nur deswegen noch gekauft habe, beziehungsweise mitnehme, kommen wir halt an diese Grenze von 40% mit 39,96%, richtig geil. Natürlich braucht ihr diese eine Rune nicht, dann habt ihr halt 39, aber es sieht natürlich schöner aus, wenn man an den 40 ist. Darum habe ich noch diese eine einzige Glyphe, Cooldown Reduction Glyphe mitgenommen, um dann halt an die 40% ranzukommen. Richtig cool. Sehr geil mit Rise. Und ihr seht, ich habe noch absolut gar kein Damage-Item, ich habe auch nur 5 Fähigkeitsstärke durch Meisterschaften. Sonst hier bisher wirklich nur Mana-Sachen gekauft. Ich gehe jetzt hier zu der Kale, versuche da, ob ich die irgendwie Rune Prison kann, aber die flasht im letzten Moment weg und dann werde ich auch noch von der Ash geslowed. Schade eigentlich, sonst hätte ich die geholt. Ihr seht, bisher nur Mana-Items gekauft, als erstes Trainer der Göttin. Jetzt mache ich mit einem Katalysator weiter, den ich hier für das Banshee's Veil brauche. Der gibt ja auch Mana und Lebenspunkte. Das heißt, wir werden auch durch die Lebenspunkte ein bisschen tankiger und durch das Mana machen wir mehr Schaden. Wir holen uns jetzt hier den Drachen. Gangplank hat versucht mit seinem Ulti den Drachen abzustauben. Hat er nicht geschafft. Der Rise geht jetzt hier in den Nocturne rein. Der schafft allerdings wegzuflashen. Ich habe alles raus, was ich habe, musste da auch wegflashen. Allerdings ist der Swain da auch fast kaputt. Da wird der Maokai den aber nicht mehr holen können. Da mussten wir leider raus. Zum Glück ist nur einer von uns gestorben und jetzt nicht mehr. Da kommt aber ein Eispfeil, darum geht es direkt hin jetzt mit Rune Prison. Da wird aber leider im Death Vane von der Kel geultied und war unsterblich, sodass ich ihm keinen Schaden machen konnte. Das war natürlich schade, sonst wäre er jetzt auf jeden Fall draufgegangen. Aber nicht so schlimm. Es steht 6:5 für uns killtechnisch immer noch. Ich gucke gerade mal in die Stats. Ja, allerdings ist unser Maokai schon mit 4 Frags dabei. 4 Deaths meine ich, das ist natürlich schade. Sonst sind alle bisher nur einmal gestorben oder gar nicht, aber der Maokai schon 4. Das muss er ein bisschen aufpassen, dass er jetzt nicht weiter feedet. Denn die Kills hat mittlerweile immer die Ash gekriegt. Hier hat auch schon 3 Frags die Ash, das heißt, der gegnerische Carry kriegt die Frags. Und das ist natürlich ultra kacke, wenn der Carry die Frags kriegt. Und ihr seht, wie viel Schaden ich hier dem Swain mache. Der hat sich jetzt hier die ganze Zeit mit seinem scheiß Ulti geheilt, aber trotzdem, da kam ein Overload von mir und da ging schon wieder total viel seiner Lebenspunkte runter. Obwohl ich halt, wie gesagt, erst 6 Ability Power habe, weil ich halt den Schaden durch mein Mana mache. Ihr seht's da unten stets, Rise Blasts Enemy Unit for 140 plus 8% of his max Mana und nochmal plus 141 in Magic Damage. Also 8% meines Manas wird in Schaden umgewandelt und bei Rune Prison 5%. Die anderen beiden Skills sind nicht mit Mana, also dieses Spell Flux. Das macht nicht mehr Schaden mit mehr Mana, sondern wirklich nur mit Fähigkeitsstärke. Aber darum skill ich das hier auch nicht. Ihr seht, ich skill hier nur Rune Prison und Overload. Overload habe ich auf 5, Rune Prison auf 3 und Spellflux nur auf 1, einfach um es zu haben. Und weil es halt die Magieresistenz der Gegner reduziert. Also das muss man einfach nur einmal auf die Gegner raufhauen, um die Magieresistenz zu reduzieren und dann haut man die anderen Skills rein. Und das Coole ist, mein Ulti, der macht halt, dass ich erstmal 20% Zaubervampir kriege
und dass alle meine Attacken auf einmal dann Flächenschaden machen. Das heißt, ich hau einfach meinen Overload hier in dieses mittlere Vieh rein. Oh, da kommt ein Eisfall von der Edge aus total weiter Entfernung. Da hat der Swain aber leider Cleanse und kommt deswegen noch weg. Und wir gehen jetzt aber auch nicht hinterher. Ja, das ist natürlich schade, dass der da Cleanse hatte. Sonst wäre er nämlich daran jetzt verreckt. Das hat ihn jetzt schon mehrmals gerettet, dass er Cleanse hat. Aber naja, gut. Ihr seht, das ist auch kein schlechter Summoner-Skill. Dadurch kann man sich schon mal den Arsch retten. Aber naja. Wo war ich gerade? Genau. Mein Ulti macht halt, dass ich Flächenschaden mache mit meinen Skills, was ziemlich cool ist. Und das gibt mir auch nochmal 150 Mana hier auf Level 2. Ich glaube dann auf Level 3 200, auf Level 1 100 oder sowas. Aber es gibt mir halt auch mal... Und ihr seht, was das für ein krasser Schaden ist, der da kommt. Und, ja, dann waren auf einmal beide tot. Sowohl Ash als auch Swain. Richtig cool. Der ist die Ash hier, die hätte hier nicht einfach langlaufen sollen. Da hat es dann nämlich richtig kassiert. Und hat auf den Sack gekriegt. Ja. Also wie gesagt, durch das Ulti auch nochmal Bonus-Mana und dadurch auch nochmal Bonus-Schaden hier auf allen meinen Skills. Oh, oh, jetzt ist da der Gangplank hinter mir. Da muss ich mich leider wegflashen, weil der macht dann doch ein bisschen mehr Schaden jetzt momentan als ich. Zumindest macht er konstanter Schaden, weil er halt Auto-Attacken kann. Und der macht, wie ihr seht, auch schon ganz gute kritische Treffer. Er versucht mich jetzt hier mit seinem Ulti wegzuhauen. Ich kann da aber gerade so überleben. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Ich muss jetzt auf jeden Fall unbedingt zurück. Und ihr seht, ich stelle mich jetzt auch so ein bisschen abseits. Ich stelle mich nicht hier an meinen Tower, sondern so ein bisschen neben die Lane. Weil es kann natürlich immer sein, dass gleich der Eispfeil von der Ash kommt. Das heißt, wenn ihr seht, die Gegner haben irgendeinen, der globale Ultis machen kann, dann stellt euch nicht einfach auf die Lane. Natürlich könnt ihr euch nicht sehen, wenn ihr hier steht. Aber trotzdem kann man ja einfach mal auf gut Glück hier lang schießen. Und darum, wenn die Gegner solche Ultis haben, auch bei Ezreal zum Beispiel, stelle ich mich immer neben die Lane, wo die im Gegner auf gar keinen Fall einfach aus gut Glück hinschießen werden. Oben ist leider unser Nocturne verreckt. Der Gragas wird jetzt auch von drei Leuten gegankt, ist da auch gestorben. Schade. Und ihr seht, ich habe immer noch kein Damage-Item. Nachdem ich jetzt meinen Katalysator fertig hatte, habe ich mir jetzt ein Glacial Shroud geholt, was halt auch 425 Mana gibt. Außerdem 25 Rüstung. Es ist halt bereits hier ein Item von dem Frozen Heart. Ist relativ teuer mit 1500. Ich gehe da jetzt rein, auch wenn da drei sind. Da kommen meine Skills raus. Das war Nummer 1. Der ist tot. Das war Nummer 2. Jetzt ist nur noch der Swain da. Mal gucken, ob ich den auch noch kaputt kriege. Habe ihn jetzt auf jeden Fall hier geruneprisoned. Er hat sich auch wieder rausgeklänzt und kommt da wahrscheinlich noch weg. Ja, allerdings habe ich hier oben Double Kill gemacht. Ich habe Gangplank gekillt und auch singed. War schon mal sehr gut. Ihr seht, ich habe jetzt mittlerweile 2671 Mana. Und mache hier plus 214 Schaden schon auf meinem Overload und plus 134 auf dem Rune Prison. Richtig cool. Außerdem bin ich relativ tanky. Ihr seht, ich habe jetzt schon 103 Rüstungen auf Level 12 nach 17 Minuten als Caster. 103 Rüstungen. Richtig cool. Ein paar Lebenspunkte habe ich auch durch den Katalysator. Und das hier sind sozusagen meine drei Standard-Items. Auch, ihr seht, ich habe noch kein Item komplett fertig gebaut. Das Tear of the Goddess kann man später umbauen, den Katalysator kann man umbauen und das Glacial Shroud kann man auch umbauen. Aber das sind zuerst mal meine drei Core-Items, die ich auf jeden Fall immer zuerst kaufe. Einfach nur, um ganz viel Mana zu kriegen und Rüstung und Lebenspunkte. Einfach nur diese drei Items. Und jetzt, nachdem man diese drei Items hat, kann man jetzt langsam anfangen, die Sache umzubauen. Aber je nachdem, was ihr... braucht gegen das gegnerische Team. Wenn ihr seht, die Gegner haben ganz viel Magieresistenz, dann kauft ihr euch als erstes mit dem Katalysator das Banshee's Veil fertig und dann das Frozen Heart. Aber wenn ihr seht, die Gegner haben... oh, da hat sie sich wieder geultet, die blöde Kale. Aber wir gehen da einfach hinterher und das war's dann auch. Ja, oder wenn ihr seht, die haben ganz viel physischen Schaden, dann kauft ihr euch erst das Frozen Heart und dann erst das Banshee's Veil. Also ihr braucht auf jeden Fall beide Items, aber je nachdem, was die Gegner haben, entscheidet sich halt, welches Item ihr als erstes kauft. Bei mir ist es meistens immer das Banshee's Veil, weil dann doch immer die gegnerischen Caster meistens die zu diesem Zeitpunkt sind, die am meisten Schaden machen. Und das Banshee's Veil halt einen richtig guten Passiven hat, indem es einen negativen Zauber blockt. Unser Maokai ist hier wieder an ganz vielen Gegnern verreckt, genauso wie unser Nocturne, konnte allerdings noch Gangplank töten. Wir sind immer noch nur ein Frag in Führung mit 13 zu 12. Unser Maokai mittlerweile schon 7 Mal gestorben, ja 2 zu 7.
Das ist natürlich ein Problem. Die Ash hat auch schon 5 Frags. Richtig mies. Aber ich habe auch schon 4 Frags, also so wie es aussieht, zur Not muss ich das Gegner, muss ich das Team carryen. Das gegnerische Team würde ich schon sagen. Nein, ich meine natürlich unser Team carryen. Die kommen jetzt hier mit 2 Leuten auf mich zu. Ich muss mich da auch wegflashen. Haben mir allerdings, wie ihr seht, nicht so viel Schaden gemacht, weil ich halt durch meine Items mittlerweile relativ tanky bin, wie ihr seht. Die machen nicht so viel Schaden. Und ich werde mir jetzt hier auch als erstes... Oh, komme ich da an die... Wenn ich da rankomme, ist auf jeden Fall tot. Er hat sie da weggeschubst und das war's. Zack, sehr gut. Super Combo. Ich musste irgendwie meinen Rune Prison ins Ziel bringen und der Gragas hat da die, die Kale schön in meine Richtung geschubst mit seinem Ulti, wodurch sie dann relativ schnell draufgegangen ist. Wunderbar. Wieder Geld gekriegt. Ich kaufe mir jetzt hier auch die Zaubererschuhe fertig. Wenn die Gegner zu viel, wirklich extrem viel, zu viel Crowd Control haben, dann lieber die Merkurschuhe nehmen. Aber sonst sind eigentlich die Zaubererschuhe immer gar nicht so schlecht, weil ihr halt durch eure Items sowieso genug tanky seid und eigentlich genug aushaltet und darum eigentlich gar nicht so auf die Merkurschuhe angewiesen seid. Es sei denn, ihr habt halt wirklich zu viele Stunts, aber sonst empfehle ich hier einmal die Zaubererschuhe zu nehmen. Ich versuche jetzt irgendwie den Maokai zu retten, schaffe ich leider nicht. Der Gangplank kriegt da zwar den Eisfall von der Ash ins Gesicht, kann ich da allerdings nichts machen. Ihr seht, was für einen krassen Schaden die Ash kriegt und da kann unsere Ash die dann sogar noch holen. Sehr gut. Das war jetzt nicht abgestaubt, ich wäre da nämlich eh nicht mehr rangekommen. Ich versuche jetzt hier noch möglichst viel Schaden an dem Swain zu machen, konnte ich leider nicht, weil ich da vom Singed ein bisschen ferngehalten worden bin. Aber ihr seht, was für ein krasser Schaden da rauskommt. Ich baue jetzt hier auch mein Banshee's Veil. Da versucht die Kale wieder ihr Ulti zu machen. Wird ihr allerdings nichts bringen, denn das war mein Rune Prison und mein Crew. Und das war's dann auch für die. Und wieder einen Kill geholt. Ich bin hier mittlerweile bei 6 Tracks. Richtig cool. Und ich habe nicht nur mittlerweile 111 Rüstung, sondern auch 95 Magieresistenz, da ich mir jetzt mein Banshee's Veil baue. Das heißt, ich bin bei beiden Resistenzen an den 100. Beim einem sogar über 100, was richtig geil ist. Das heißt, ich werde im Late Game richtig viel aushalten. Mein Banshee's Veil könnte ich jetzt auch schon fertig kaufen und danach kommt dann das Frozen Heart. Das Frozen Heart, genau. Ja, genau. Frozen Heart. Und nach dem Frozen Heart kaufe ich ihm meistens nochmal einen Katalysator, weil er halt nochmal Leben und nochmal Mana gibt. Und dafür kaufe ich mir dann meistens einen Rod of Ages, also einen Stab der Zeitalter, weil der halt auch Mana und Leben über Zeit gibt. Das heißt, der wird auch mit der Zeit immer stärker und gibt mir mehr Leben und mehr Mana. Da hatte ich jetzt gerade einen ganz fiesen Leck. Allerdings hat der Swain den Eisfall von der Ash ins Gesicht gekriegt. Mein Overload ist noch hinter ihm hergeflogen und hat ihn noch erledigt. Jetzt hier alles auf den Gangplank hauen, der überlebt es aber leider. Und die Ash macht da auch noch ziemlich viel Schaden am Maokai, aber der kommt da auch noch gerade so weg. Zum Glück die Gegner auch alle fast kaputt, darum mussten sie sich auch zurückziehen und haben sich nicht getraut, weiterhin auf den Maokai zu gehen. Ist gerade schade, dass ich schon wieder ein paar fiese Lags habe und mein Spiel ab und zu mal hängt. Und wir ab und zu mal ein paar Szenen verpassen, genau wie jetzt gerade. Ich will gerade sagen, wir verpassen ein paar Szenen, da laggt es wieder und meine Kamera ist irgendwo hier oben auf einmal. Naja, egal. Wird schon gehen. Ich habe jetzt hier... ich bleib noch kurz, denn die Kale ist noch da. Vielleicht kriege ich sie jetzt sogar, da heilt sie sich ab. Ich flash da allerdings hinterher, hau mein alles rein. Die macht jetzt hier ihr Ulti an, wird mich allerdings in der kurzen Zeit, wie ihr Ulti geht, nicht erledigen. Oh, jetzt habe ich ein Problem, jetzt ist der Gangplank hinter mir her und slowt mich natürlich die ganze Zeit. Kommt aus meinem Rune Prison raus mit seinen scheiß Orangen da und wird jetzt einfach, mich einfach jetzt kaputt hauen. Da konnte ich nichts mehr machen, da war ich ein bisschen zu greedy, wollte unbedingt die Kale haben, habe ich auch noch gekriegt. Allerdings nicht schnell genug, bis dann der Gangplank wieder da war, das war natürlich schade. Dadurch hat er jetzt durch mich 500 Gold gekriegt, weil ich halt schon 8 Frags hatte. Jetzt habe ich 8 zu 1 und er 500 Gold mehr, aber na egal, Maokai stirbt hier wieder, weil die Gegner einfach diven. Da konnte er jetzt wirklich nichts machen. Nocturne geht da auch noch rein, genauso wie unser Gragas, der stirbt da auch noch. Geht jetzt komischerweise auf den Singed, anstatt auf den Gangplank zu gehen, der hier oben lang gelaufen ist. Ne, war das Gangplank? Weiß ich gerade gar nicht. Irgendwer ist hier fast kaputt oben lang gelaufen. Ich glaube, es war Gangplank. Na egal, einmal gestorben. Aber dafür kam ich jetzt wenigstens mal wieder zurück einzukaufen. Ich habe jetzt hier auch mein Banshee's Veil fertig, genauso wie das Frozen Heart. Jetzt mittlerweile 169 Armor. Das heißt, der Gangplank wird mir jetzt nicht mehr so wirklich viel Schaden machen. Und auch die Ash nicht. Außerdem halt durch das Frozen Heart werden die gegnerischen Attacken um 20% reduziert, wenn sie mich angreifen. Das heißt, sowohl Gangplank als auch Ash kriegen jetzt immer einen Attack Speed Debuff auf sich drauf, wenn sie mich angreifen, was richtig geil ist.
Und ich kaufe mir jetzt hier einen weiteren Katalysator. Ich könnte jetzt natürlich auch mein Tear of the Goddess ausbauen zu einem Erzengelstab. Allerdings seht ihr, das Bonus-Mana ist noch nicht voll ausgereizt. Wir sind erst bei 668. Natürlich, wenn man sich den Erzengelstab kauft, geht das natürlich, selbst wenn man keine 1000 Mana hat, dann wird das natürlich immer noch weiter aufgeladen. Aber ich baue das meistens immer erst um, wenn die Träne der Göttin hier wirklich komplett aufgeladen ist. Und solange die das noch nicht ist, bringt mir das der Erzengelstab eh noch nicht so viel. Und darum baue ich dann erstmal noch andere Items weiter und warte noch kurz. Ja, darum kaufe ich jetzt hier auch einen weiteren Katalysator und daraus dann einen Stab der Zeitalter. Der gibt mir dann sowohl Fähigkeitsstärke als auch Leben, als auch Mana, also eigentlich alles, was Ryze braucht. Das heißt, meine Skills werden dann auch durch die Fähigkeitsstärke des Stab der Zeitalters ein bisschen stärker, zusätzlich dann auch noch durch das Mana, also hat der Stab der Zeitalter eigentlich alles, was wir brauchen. Und nachdem ich hier meine Core-Items, meine Kern-Items habe, holen wir uns den jetzt natürlich. Wir nutzen hier es voll aus, dass der Gangplank gerade disconnected ist. Wir haben es da gesehen, ein Enemy has left the game und dann sind wir direkt auf den Gangplank gegangen. Jetzt ist er auch wieder da, aber leider zu spät, da ist er schon tot. Natürlich ist das immer ein bisschen assi, auf disconnected Gegner zu gehen. Ist natürlich irgendwie ein bisschen scheiße, aber es geht hier schließlich in dem Spiel ums Gewinnen. Und der Wert wird halt alles ausgenutzt, damit man auch gewinnt. Das zinscht hinter uns her, allerdings kriegt er hier meinen Rune Prism ins Gesicht. Und wird dann nicht mehr hinterherkommen. Jetzt kommt auch ein Eispfeil. Darum drehen wir uns wieder um und hauen alles rein. Ihr seht aber, dem mache ich jetzt auch nicht so viel Schaden. Weil er halt auch schon hier eine Force of Nature hat. Also er hat sich genau das Item gegen mich gekauft. Ein Item, was ultra krass viel Magieresistenz gibt. Aber ihr seht, mit der Zeit kriege ich ihn dann noch kaputt. Da war allerdings mein Flash voll in die Hose gegangen. Ich wollte mich hier über die Wand flashen. Habe es leider nicht geschafft. Habe mich gegen die Wand geflasht. Die Eispfeile der Ash sind leider auch daneben gegangen, wodurch er nicht gestunt worden ist. Wir diven hier jetzt aber einfach hinterher. Oder? Nö. War eine scheiß Idee. Ja, wenn eins ganz wichtig ist, oder versucht der Gangplank mich zu töten. Oh, da ist eine Ash hinter mir her. Jetzt muss ich aber rennen ganz, ganz schnell. Denn sonst gehe ich drauf. Da habe ich mich gerade kurz falsch entschieden, in welche Richtung ich laufen will. Ich hoffe, ich komme jetzt noch weg, ohne dass die Ash mich holt. Die Ash versucht mich da mit Eisfallen zu slowen, schafft allerdings nicht, weil ich zu weit weg bin und ich komme noch weg. Wunderbar, sehr gut, noch geschafft. Ja, wenn ihr eins bei Singed wissen solltet, dann ist es never chase Singed, also verfolgt niemals einen Singed. Chase niemals einen Singed, der macht nämlich einfach sein Gift an und während ihr ihn verfolgt, kriegt ihr gar nicht mit, wie ihr die ganze Zeit Lebenspunkte verliert und auf einmal seid ihr fast tot, er dreht sich um, schmeißt euch und auf einmal hat er einen Kill. Ich habe schon so viele Kills gemacht mit Singed, indem ich einfach nur weggelaufen bin und die Gegner dachten, sie könnten mich töten und haben mich gechased über die halbe Map und ich hatte einfach die ganze Zeit mein Gift an und auf einmal hatte ich einen Double Kill. Also ist richtig geil. Achtet auf jeden Fall immer drauf, wenn ihr gegen Singed kämpft, dass ihr nicht die ganze Zeit durch das Gift lauft, es sei denn, ihr habt genug Magieresistenz. Ich habe jetzt hier auch bereits meinen zweiten Katalysator fertig, kaufe mir jetzt meinen Rod of Ages. Unsere Leute verkacken hier gerade unten, was ein bisschen schade ist. Maokai ist wieder gestorben, ich gucke gerade mal in die Stats, er hat mittlerweile 3 zu 11. Ich frage mich, wie man das schafft, nach 28 Minuten bereits 11 Mal gestorben zu sein. Aber gut, er ist unser Tank, er tankt auch eigentlich den ganzen Schaden weg, was ganz gut ist, aber trotzdem muss man nicht so oft sterben. Es steht mittlerweile 23 zu 23, also wir sind nicht mehr in Führung. Und, ja, von uns, die Leute haben auch eigentlich gar nicht alle so viele Kills. Auch unsere Ashe erst 4 Kills. Unser Nocturne auch mit 4 zu 5 negative Stats. Und der Gragas auch 1 zu 3. Der Einzige, der halt momentan Kills hat, bin ich mit 11 zu 1. Das heißt, ich muss hier früher oder später unser Team dann doch zum Sieg carryen. Ich hoffe, ich krieg das hin. Denn unser Carry schafft es gerade nicht so ganz, die Ashe. Obwohl die auch ganz gut dabei ist. Wir sehen hier an den Items bereits Infinity Edge und Phantom Dancer. Das heißt, die dürfte auch richtig, richtig gut Schaden machen mittlerweile. Also, die könnte es jetzt auch mittlerweile reißen. Aber egal. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dürfen wir das eigentlich schaffen. Denn wir sind Tower-technisch, glaube ich, auch vor den Gegnern. Ja, wir sind 2 Tower weiter als die Gegner. Unser Maokai geht da einfach rein auf den Singed. Wir machen dem leider kaum Schaden. Unser anderes Team macht's richtig und geht auf die Squishy-Leute wie Kale und Ash. Jetzt wird unsere Ash allerdings auch angegriffen. Ich gehe dann jetzt auch einfach am Singed vorbei auf die Ash. Das war's dann auch schon für sie.
Ja, weil den Zinch, den kriegen wir jetzt hier so eh nicht kaputt. Ihr seht's, ich mache kaum Schaden an dem, weil der auch schon 135 Magieresistenz und 3000 Lebenspunkte hat. Da muss man einfach mal an dem Tank vorbeilaufen, vor allem wenn man selber ein bisschen tanky ist. Und ich halte ja dann doch mittlerweile schon einiges aus. Hab selber auch 2400 Lebenspunkte, das für einen Caster ganz gut ist. Und dann kann man auch einfach mal an dem vorbeirennen und auf die schwächeren Leute gehen. Man weiß, man hält genug aus und vor allem, wenn man hier noch in der Hinterhand seinen Flash ready hat. Unser Nocturne geht da auf den Singed, macht dem allerdings auch so gut wie gar keinen Schaden. Genauso wie ich, also... Ja, wir kriegen ihn zwar so mehr oder weniger kaputt, der Nocturne geht da jetzt auch hinterher, ich werde da aber nicht diven, denn der Turm schießt da gerade auf mich. Gut, ich wollte es noch diven, habe mich ein bisschen zu spät dafür entschieden, aber... Da ist der Gangplank und der Swain, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, darum flashe ich mich jetzt hier auch einfach über die Wand. Damit mir da nichts passiert. Der Swain kommt dann noch hinter mir her. Allerdings sobald der in meine Nähe kommt, kriegt er den Rune Prison ab und dann war es das auch. Dann habe ich keine, muss ich keine Angst mehr vor dem haben. Er hat jetzt auch seinen Stun daneben gesetzt. Die Kayle hat sich hier nicht so richtig getraut, zu mir zu kommen. Der Tower wird jetzt hier wahrscheinlich in der Mitte kaputt gehen. Da kann ich nichts gegen machen groß. Die tanken hier einfach den Tower weg. Ich habe dann noch alle meine Skills reingekloppt, habe noch versucht, so viel Schaden wie möglich zu machen. Ihr seht, diese haben auch alle ganz gut kassiert eigentlich. Allerdings konnte ich dann nicht unseren Tower verteidigen. Ich muss jetzt auch zurück. Kann mir allerdings meinen Stab der Zeitalter noch nicht ganz fertig kaufen. So. Darum jetzt einfach nur zum Aufladen und nicht zum Kaufen. Ich habe mittlerweile 4000 Mana, wie ihr seht. Mein Overload macht 140 plus 10 durch Fähigkeitsstärke plus 322 durch Magieschaden. Und ihr seht, der Cooldown ist 2,1 nur. Das heißt, ich mache alle 2,1 Sekunden, mache ich über 470 Magieschaden. Was richtig, richtig geil ist. Außerdem das Rune Prison macht auch 430 Schaden. Also ich mache richtig gut Schaden, vor allem wenn ich mein Ulti mache, kriege ich hier nochmal 225 Bonus-Mana. Das heißt, meine Fähigkeiten machen nochmal mehr Schaden. Was richtig geil ist, jetzt haben wir uns hier Baron geholt, denn wir brauchen diesen entscheidenden Vorteil durch Baron. Denn wir sind mittlerweile killtechnisch hinten. Ihr seht es hier oben, 25 zu 27, die Gegner sind zwei Fracks vorne. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall hier diesen Vorteil durch Baron, da mittlerweile die Gegner uns dann doch ganz gut zerlegen. Zu viert haben wir es auch geschafft, hier ohne Probleme den Gangplank kaputt zu machen. Der Singed ist auch halb kaputt, hat hier unsere Ashe angeschossen, die hat aber ganz gut gegen den überlebt. Wir werden jetzt hier durch die Mitte pushen. Jetzt mittlerweile könnte ich mir meinen Stab der Zeitalter fertig kaufen. Jetzt kriegt der Singed richtig auf den Sack, kriegt er meinen Rune Prison ab. Hat allerdings überlebt, da ist er jetzt einmal draufgegangen. Wir gehen jetzt voll rein, die Ashe geht auf die gegnerische Ashe, schafft allerdings nicht, die zu kaputt zu machen. Tankt den Tower, ich kill dann noch die Ashe weg, die Kayle weg und den Swain und hab einen Double Kill gemacht. Leider ist unsere Ashe und jetzt auch der Gragas verreckt. Allerdings ist der Gragas am Turm verreckt, was gar nicht so schlimm ist, denn dadurch kriegen die Gegner kein Geld. Sondern nur unsere Ashe ist sozusagen draufgegangen. Und darum ist das gar nicht so schlimm. Von den Gegnern sind drei gestorben, von uns nur einer sozusagen. Darum auf jeden Fall jetzt wieder mal ein Teamfight in zu unseren Gunsten. Wir haben es jetzt wieder ein bisschen gedreht. Ihr seht, Baron bringt es wirklich. Gangplank ist jetzt hier hinter unserem Nocturne her. Mal gucken, ob er dann Go macht. Wenn ja, wird er hier von drei Leuten angegriffen. Von mir und auch von Maokai. Kriegt jetzt hier auch ohne Ende Crowd Control ab. Auch wenn er mittlerweile richtig tanky ist, wird es trotzdem nicht reichen, um hier wegzukommen. Ich habe ihn gekillt. Ihr seht, er läuft hier auch mit einer Warmox rum und mit einem Atmas Fehler. Dadurch hat er halt richtig viele Lebenspunkte. Allerdings gibt der Fehler nur Armor und keine Magieresistenz. Die hat er hier zwar durch die Spirit Visage, allerdings hat es nicht gereicht. Ich habe mittlerweile auch wieder richtig viel Geld, wie ihr seht. Und ich guck mal die Träne. Die Träne ist fast voll, ist auf 960 von 1000. Das heißt, jetzt ist es dann doch gleich langsamer Zeit, die Träne auszubauen zum Stab der Erzengel. Denn der Erzengelstab, was halt richtig geil ist, der gibt halt Mana durch die Träne und wandelt auch noch, ich guck gerade mal nach, 3% meines Manas wandelt der in Fähigkeitsstärke um.
Und das Geile ist, wir haben ja hier mit Rice eh sowieso nur Mana gebaut. Wir haben ja ohne Ende Mana. 4383 Mana zum Vergleich. Der Swain hat 1700. Ja, und ich habe 4300. Ja. Und dann werden jetzt von diesem ganzen Mana, was ich habe, werden jetzt nochmal 3% in Fähigkeitsstärke umgewandelt. Das heißt, obwohl ich die ganze Zeit nur Mana gebaut habe, kann ich jetzt auch mit nur einem Item durch den Stab der Erzengel, kann ich jetzt noch an richtig viel Fähigkeitsstärke kommen, indem ich den jetzt baue, weil halt 3% meines Manas da umgewandelt wird. Darum baue ich den jetzt auch als nächstes. Ich habe jetzt hier meinen Stab der Zeitalter fertig, der wird mir jetzt auch über die nächsten 10 Minuten immer mehr Lebenspunkte, Mana und Fähigkeitsstärke geben. Und gleich kommt dann noch mein anderer Scheiß dazu, der Erzengelstab. Und ihr seht, was ich da gerade für einen Hammerschaden gemacht habe. Ich stand einfach in diesen ganzen Gegnern drin und habe den die sowas von krass kaputt gemacht. Ich scheiße jetzt hier auf den Cinch und bin einfach nur hinter der Kale her. Darum schmeiße ich da jetzt auch mein Ghost an, auch wenn die da ihr Ulti macht. Das wird sie nicht mehr retten. Die geht auf jeden Fall drauf. Die heilt sich dann noch, ist dann allerdings gestorben. Und ich habe hier drei Leute weggeholt. Ihr habt es gerade gesehen, wie ich mit meinen AOE-Attacken Ulti angemacht, dass alle meine Attacken AOE sind. Und dann einfach voll reingewichst mit allem, was ich habe. Der Cinch wird jetzt hier wahrscheinlich gleich auf mich zukommen. Genau, da kriegt auch mein Rune Prison ab und meine anderen Skills. Und jetzt alle 2,1 Sekunden da irgendein Overload reinkloppen. Und da ist er dann auch tot. Und er ist kaputt. Ich habe jetzt hier in diesem Teamfight 4 Kills geholt. Und die Gegner geaced. Ich habe 18 zu 1. Ihr seht, was für einen ultra krassen Schaden ich mache. Und obwohl ich da gerade in drei Gegnern drin stande, habe ich die mal eben so locker weggetankt. Ich habe 180 Armor und 101 Magieresistenz. Außerdem 2700 Lebenspunkte. Und mittlerweile ist die Träne dann auch voll. 4467 Mana habe ich. Ihr könnt jetzt gleich mal sehen, wie dann meine Fähigkeitsstärke hochgeht, wenn ich mir den Stab der Erzengel, den Erzengelstab da fertig kauf. Momentan halt zum Vergleich habe ich 115 Fähigkeitsstärke durch den Stab der Zeitalter eigentlich nur, 115 Fähigkeitsstärke. Und hier dieses eine Blasting Wand, was halt ein Item für den Erzengelstab ist. Aber wartet jetzt mal ab, wenn ich den gleich kaufe, wie viel Fähigkeitsstärke ich dann nur allein durch mein Mana bekomme. Jetzt muss ich hier aber noch kurz dem Maokai helfen. Jetzt rennt der Gangplank allerdings weg. Und ich kann mich endlich zurück teleportieren. Wir haben jetzt zum Glück unten noch den Tower kaputt gekriegt und sind jetzt direkt vorm Inhibitor. So, jetzt geht's zurück. Ich kaufe mir den. Und ihr seht, ich bin bei 338 Fähigkeitsstärke. Ich war vorher bei 115. Das heißt, ich habe jetzt 215 Fähigkeitsstärke. Nur allein dadurch bekommen, dass ich den Erzengelstab gekauft habe und mir jetzt hier noch einen unnötig großen Stab. Also ihr seht, obwohl ich bisher wirklich nur Mana-Items gekauft habe und jetzt erst mit Fähigkeitsstärke anfangen, bin ich trotzdem jetzt schon bei 338 Fähigkeitsstärke, die jetzt auch noch zusätzlich auf meine Skills hinzu addiert wird. Zusätzlich zu dem Mana-Schaden, was halt richtig geil ist, wenn ich mir jetzt noch Rabadons Todeshaube, was ich ja hier machen will, wo ich den unnötig großen Stab habe. Wenn ich mir jetzt noch die Todeshaube fertig kaufe, werde ich so viel Fähigkeitsstärke haben. Hier habe ich jetzt wieder Swain getötet. Wir sind jetzt hier auch hinter der Ashe, das wird der Nocturne, aber denke ich mal schaffen, die da ohne Probleme wegzuholen. Genau, das war's für die. Ich habe 19 zu 1. Wir hauen jetzt hier alles auf den Cinch drauf, auch wenn ich da nicht wirklich so viel Schaden mache. Aber halt alle 2,1 Sekunden kann ich meine Skills raushauen und darum dann doch relativ über eine längere Zeit Schaden machen. Außerdem unsere Ashe mittlerweile auch mit Phantom Dancer, Infinity Edge und Last Whisper. Die macht jetzt auch richtig viel Schaden, hat jetzt hier auch schon ganz schön viele Kills. Ihr seht, die hat 8 Frags, unser Maokai 4 zu 14. Aber das wird es jetzt gewesen sein. Wir haben die Gegner geaced, die sind alle noch 20 Sekunden mindestens tot. Und wir holen jetzt hier den Inhibitor weg. Und das war's dann auch für die Gegner. Das war das Spiel. Wir haben gewonnen. Ich bin mit 19 zu 1 aus dem Spiel gegangen. So eine Statistik habe ich nicht oft, muss ich ehrlich zugeben. Aber mit Rice ist das auf jeden Fall möglich. Ihr seht, Rice, ein ultra tanky Caster, trotzdem hammermäßiger Schaden. Richtig geil. Macht mega Bock zu spielen. Hat durch die Items zusätzlich noch zu ganz viel Mana und Schaden halt noch die 40% Cooldown Reduction, die man haben kann. Dadurch halt extrem niedrige Cooldowns, ohne Ende Schaden, den man da raushauen kann. In kurzer Zeit.
wird von einem reinen Burst-Damage-Hero dazu zu einem fast DPS-Hero, der Schaden über eine längere Zeit machen kann. Macht mega Bock. Kann ich nur empfehlen, auch wenn er kaum momentan im High-Elo-Bereich gespielt wird. Er war mal, er war noch ein bisschen stärker, denn die Raten, wie sein Mana in Schaden umgewandelt wird, war noch ein bisschen höher. Also der wurde schon wieder ein bisschen genervt, die Raten. Also er hat noch mehr Schaden durch Mana gemacht eine Zeit lang und war da der absolut overpowerste Champion, den es in League of Legends gab. Der wurde in absolut jedem Ranked-Spiel wurde er gebannt und wenn er nicht gebannt worden ist, wurde er als allererstes gepickt. Der war absolut Nummer 1 Champion in ganz League of Legends, wurde dann genervt und ist jetzt nicht mehr ganz so gut, wie er war. Aber ihr seht, man kann immer noch richtig mit dem abgehen. Vor allem, wenn man ein paar frühe Frags holt, dann geht er richtig ab. Wenn man keine frühen Frags holt, wird er halt von ein paar anderen Castern dann doch überholt. Da sind dann Caster wie Morgana und Annie sind dann doch ein bisschen besser und erfüllen die Rolle als Caster ein bisschen besser. Allerdings, wenn man frühe Frags kriegt, auf jeden Fall wird Ryze absolut unaufhaltbar und ein absolut mega geiler Champion. Vor allem, weil er halt auch so tanky ist, macht das mega Bock. Und die halt wirklich einfach nur Mana bauen müsst. Und das einfach so perfekt gut passt, dass wirklich die Items, die das meiste Mana geben, auch gleichzeitig noch Tank-Items sind, was das einfach mega geil auf. Einfach, das passt einfach so perfekt zu Ryze. Und darum macht er auch mega Bock. Ihr habt es jetzt gesehen, ihr habt es gesehen, 19 zu 1 in diesem Normal Game. Das habe ich halt wirklich nicht oft. Und obwohl mein Team zwischendurch mal hinten lag, unser Gragas 14 Deaths hatte, unser Maokai. 14 Deaths hatte und die anderen jetzt auch nicht so überragend gespielt haben. Aber ihr habt gesehen, man kann auch als Caster, auch als Ryze ein Team carryen und am Ende hat es dann doch dann noch die Ashe geschafft, ihre Items zu kriegen und hat dann auch richtig viel Schaden rausgekloppt. Also letztendlich hat unser Team gar nicht so schlecht zusammengespielt. Ich muss sagen, ich hatte ein gutes Team, auch wenn sie in der Laning-Phase wirklich auf fast jeder Lane Probleme hatten und ein bisschen viel gestorben sind, haben sie es dann doch noch am Ende jetzt ganz gut zusammen hingekriegt und darum bin ich auch echt stolz auf mein Team hier. Es waren zufällige Leute, aber trotzdem gut gespielt, muss ich sagen. Naja, das war es auch erstmal. Das war mein Let's Play zu Ryze. Auch wenn es mal wieder ein Caster war, war es wenigstens ein Caster, der sich wirklich komplett anders spielt zu anderen Castern. Er ist wirklich einzigartig mit diesem Item-Build, mit diesen Skills und auch überhaupt mit seiner Spielweise ist er wirklich komplett einzigartig, nicht zu vergleichen mit anderen Castern. Sowas gibt es nicht nochmal. Und ich glaube, er ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, er ist ein relativ billiger Champion. Ich glaube, 1350 oder sowas? Oder 450, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist er einer der wirklich billigen Champions. Und kleine Randinformation zu Ryze, es war der Champion, den ich mir als allererstes gekauft hatte jemals in League of Legends. Denn damals, als ich damals angefangen hatte, da gab es zwar auch schon Botgames, da gab es noch nicht diese Co-op-Games, die es heutzutage gibt, sondern da waren die Botgames noch ein bisschen anders. Und da gab es auch wirklich nur 5 Bots, da konnte man noch nicht wählen, welche Bots man haben wollte, es gab wirklich nur diese 5 und da war auch Ryze bei. Und als ich damals angefangen habe mit League of Legends spielen, da war der einfach so ultra stark, der hat uns immer auseinandergenommen. Wir haben sogar immer gegen die Bots verkackt, ja, weil einfach Ryze so stark war. Da habe ich gedacht, boah, ne, auf den Spaß jetzt, der ist overpowered, den hole ich mir jetzt. Und darum war Ryze mein allererster Champion, den ich mir jemals gekauft habe und dann auch als erster Main-Char gespielt habe. War dann eine relativ sehr, sehr lange Zeit wirklich schlecht, wurde dann gebufft. Hat dieses mit diesem Mana-Schaden dazu gekriegt. Das gab es nämlich ganz früher nicht so, wie es jetzt gibt. War dann übertrieben stark und ist jetzt wieder ein bisschen genervt und ist jetzt so lala. Auf jeden Fall noch sehr, sehr gut. Ich würde auf jeden Fall in den oberen Rängen ihn einordnen. Auch wenn halt andere Caster mittlerweile besser sind als er. Aber jetzt gesehen, man kann auch mit dem rocken. Alle Champions sind irgendwie gut, außer Evelynn momentan. Aber egal, darum geht es jetzt auch nicht. Ich verabschiede mich und wir sehen uns die Tage wieder mit Let's Play League of Legends. Ciao, Leute.